wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag. Ich dachte mir, man sieht's, mal was anderes als mein Test. Ich probiere mal ein bisschen, wir fliegen wild durchs Weltraum aus, aka Pioneer. Ja, schauen wir mal, was passiert. Das ist einfach nur mal so eine kleine Testaufnahme. Ziel des Spiels ist, man fliegt durch den Weltraum. Ja, ich verlinke einfach alle entsprechenden Informationen und dann können wir dann mal gucken. Letztendlich, ja, ich land gerade eben, das macht der Autopilot. Und alles Weitere wird sich dann ergeben. Ja, man handelt, man fliegt rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele es komplett blind. Das ist meine erste, meine ersten zwei, drei Missionen habe ich jetzt schon hinter mir. Was einen hier erwartet, ich guck gerade. Nee, Aufnahme läuft. Ich hoffe, der Ton ist laut genug, aber ich glaube, das geht schon. Ja, was einen hier erwartet, wird sich zeigen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einfach mal nach Spielen geguckt und dachte mir, das sieht ganz interessant aus. Natürlich ein Energy Drink unbekannter Marke. Jetzt ist auch das Geheimnis gelüftet, welchen Energy Drink ich immer trinke. So, also wir sind jetzt hier gelandet auf einer Raumstation und ich habe ein bisschen Geld bekommen. Oh, ich sehe gerade, das ist, die Facecam liegt da jetzt drüber, aber das ist Jacke wie Hose. Ja, ich verschiebe das jetzt nicht alles, das ist egal. Da steht letztendlich, dass ich gelandet bin. Kann man, glaube ich, auch sich nochmal, kann man das verschieben? Ne, man kann es nicht so richtig gut sehen. Ja, wie gesagt, dass ich gelandet bin und dass ich da $6 für bezahlt habe und dass ich ein Paket abgegeben habe und dafür Geld bekommen habe. Hallo Lucy, schönen guten Tag. So, als erstes sollten wir hier mal ein bisschen auffüllen wieder. Ja, ich fülle das immer mit auf, dann sind wir auf Nummer sicher. Muss man, glaube ich, nicht bei jedem Starten machen, dass man da eben seinen Hyperraum Treibstoff auffüllt. Aber so den normalen Treibstoff, man sollte immer schön gucken, immer schön auffüllen, wenn man landet. Lieber haben als brauchen, hm? Ich sehe gerade, die Facecam ist ein bisschen niedrig, ne? Ein bisschen höher machen. Naja, egal. So, nächste Mission. Wir wollen mal gucken. Umzug. Das ist 63, na, da war ja nun schon deutlich drüber. Gesucht. Gut, ich könnte mal nach meinem Schiff gucken. Ja, also die Charaktere sehen immer sehr interessant aus. Ja. So, ich könnte hier ganz viel Kram kaufen und verkaufen. Ich muss, wie gesagt, ganz ehrlich sagen, ich habe mich da noch überhaupt nicht reingefuchst. Also ich kann leider weder sagen, was und wo und wie ich jetzt hier klicken muss. Es ist alles so ein bisschen Learning by Doing. Ich weiß wohl, dass ich neue Schiffe kaufen kann. Hier unten steht mein Geld, das ich habe. Hier ist die Ladung. Ja, ne, also kann man auch Fracht irgendwie reintun, aber da ist jetzt eben irgendwas schon drin. Wie gesagt, leider nicht wirklich Ahnung von dem Spiel, das ist mal die beste Voraussetzung. Ich könnte Abfälle kaufen. Man sieht also, so deutsch-englisch gemischt ist es noch ein bisschen, aber ist nicht weiter tragisch. Ich wollte hier irgendwie nochmal eine Mission machen. Was ist das hier? Treibstoff kommt. Da! Also es ist ein Spiel, wo man viel lesen muss und viel überlegen muss, was das Sinnvollste ist. Dann eignet sich natürlich für so ein Let's Play echt super. So, Treibstoffkooperative etc. Jährliche Mitgliedsgebühr für 100, den muss ich wahrscheinlich jährlich dann auch bezahlen. Hier unten sieht man die das aktuelle Datum. Ja, man kann hier auch vorspulen, zurückspulen und zurückspulen nicht, aber man kann vorspulen, verschiedene Geschwindigkeiten. Dadurch läuft dann hier die Zeit schneller. Das ist ganz praktisch, wenn man dann wirklich durchs All fliegt und Sachen macht.
In dem Fall ist das hier, glaube ich, nicht so interessant. Lieferung eines Pakets. Das sieht doch wieder gut aus. 1007, ich glaube, den machen wir mal. Nichts Spezielles. Mhm. Ja, Mister, nichts Spezielles. Nicht gefährlich. Mhm. Jackie Hicks. Nach Dixon City, Wolf 1061, da müssen wir hin. Gucken wir gleich mal. Was soll's, komm, mache ich. So. Dann gibt's bestimmt sinnvollere Wege, wie man das alles machen kann. Ich mach's halt so. So, gucken wir hier. Ne? Also, Dixon City, Wolf 1061. Das suchen wir uns mal raus aus dem System. Ah, Wolf 1061, da müssen wir hinhüpfen. So, dann sind wir auch so freundlich und fordern mal eine Starterlaubnis an. Ja. Triebwerk einfahren. Und ab dafür. Hey, machen wir hier eine Außenansicht an, dann sieht man auch ein bisschen was. Ah, das ist das Schiff. Da war ich jetzt gerade auf dem Planeten. Es ist Nacht gerade auf dem Planeten, ne? So, fliegen wir mal ein bisschen weg. Und dann... Illegale Hyperraumschau. Jetzt darf ich auch Hyperraum, ne? Darf man wohl, wenn man nicht zu nah dran ist, erst. Und hoffen wir mal, dass das nächste System ein bisschen heller ist, ne? 5, 4, 3, 2, 1. So. Und schon sind wir im System. Na, Schiff erfasst. Der will doch bestimmt wieder einen Lagerraumscan will er machen. Keine illegalen Güter gefunden, du darfst passieren. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Facecam ist jetzt eingestellt für meinen Test. Das ist natürlich... Da ist halt nichts bei meinem Test. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht ein zweites anlege. Irgendwie, ich wollte das jetzt ungern alles verschieben. Nur für den Teststream. Teststream, ne? Testaufnahme, ne? Und irgendwie ist die... Die ist doch... Irgendwie ist die doch scheiße positioniert. Irgendwas haut doch hier nicht hin. Hm, naja. So, also keine illegalen Güter gefunden. Jetzt geht's weiter. Dann dürfen wir nämlich mal gucken. Beziehungsweise gucke ich nochmal eben nach. Kein Ziel ausgewählt. Das war Dixon City, oder? Dixon City? Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Kann mir das nicht mehr. Hier, Dixon City. So, also, wir wollen nach Dixon City. Zack. Erstmal fragen, ob man landen darf. Ich darf. Und dann einmal andocken, bitte. Das ist sehr schön, das macht der Autopilot jetzt alles selber. Man könnte es auch tatsächlich selber fliegen. Müsste dann halt eben darauf achten, dass man, wenn man hinfliegt, rechtzeitig anfängt zu bremsen. Sonst fliegt man dran vorbei und das war's dann. Muss auch immer ein Auge auf seinen Treibstoff haben. Das wird hier alles eben, die ganzen Infos hier zeigen das hier auch. Hier eben vorspulen. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Und ja, wie gesagt, also man muss halt darauf achten, dass man jetzt zum Beispiel hat der Autopilot entschieden, es wäre weniger sinnvoll, da jetzt irgendwie noch Schub zu geben. Man treibt also eher so ein bisschen jetzt in dem Fall. Ah, das ist das Schiff. So, da ist irgendwo was Helles. Da ist wahrscheinlich hinten die Sonne. So, wie gesagt, das müsste man halt alles dann selber koordinieren. Der Autopilot dreht das Schiff dann auch und bremst dann auch ab und macht es halt genauso, dass man da ankommt, wo man gern hin möchte. Also, wie gesagt, selbst fliegen würde halt auch gehen, aber wenn es den Autopiloten schon gibt, sollte man ihn natürlich auch nutzen. So. Hier sagt er, wie lange wir noch brauchen. Bis zur Oberfläche des Ziels. Oh. Siehst du, jetzt bremst er ab. Beziehungsweise dreht sich erst und bremst dann ab. Oha. Dreht sich nochmal, dreht sich wieder. Das ist, ne, also... Autopilot halt. Der macht das alles ein bisschen einfacher. Und man könnte das halt auch alle selber fliegen. Wird wahrscheinlich dann später für
für Kampfmissionen, Rettungsmissionen noch interessant, selber zu fliegen. Jetzt müssen wir aber erstmal landen. Oh, aber der Ton ist wirklich schon sehr, sehr laut. Also, ich mach den mal ein bisschen leiser. Zumindest in der Anzeige ist er deutlich laut. So. Oh, hier die Facecam. Ein bisschen runter, ein bisschen rüber. Ja, rüber geht nicht. Ah. Wird nicht besser, ne? So. Ah, komm, was soll's. Shitty Goal. So, Autopilot. Autopilotet wieder. Aber ist schon höchste Geschwindigkeit, ne? Wie gesagt, das ist ein Spiel, wo man lange warten muss und viel Geduld haben muss. Und auf dem Vorschau-Bildchen sieht es sehr dunkel aus. Ja. Das ist, glaube ich, das Beste für Let's Player, dieses Spiel hier. Ja, man kann sich dann hier so ein Raumschiff angucken. Man kann auch hier die Kamera umschalten, verschiedene Ansichten wählen. Seitlich, Innenansicht, Außenansicht. Nochmal eine seitliche Ansicht. Ja, man kann sich umgucken. Ist leider, oder was heißt leider, also es wird angegeben auch in der Konfiguration, dass das Cockpit noch so ein bisschen experimentell ist. Also das sieht noch nicht so ganz super toll aus. Solange man sich da nicht bewegt, geht das aber. Es sieht halt irgendwie, als wenn was fehlt, aus. Ist das hier? L? Mhm. Also, irgendwelche Texturen, die da liegen. Ah, Außenansicht geht aber. Ist hübsch. So, irgendwo müssen wir jetzt aber mal so langsam... Ein paar Kilometer brauchen wir noch. Und dann sind wir dann gleich in Dixon City, geben das Paket ab, kriegen die Kohle dafür, tanken wieder auf, holen uns die nächste Mission und fliegen dann weiter. Ja, ein bisschen hoch arbeiten jetzt, was das Geld angeht, damit wir da so ein bisschen das Schiff vielleicht upgraden können oder sowas. Na, ja, das schauen wir gleich mal. So, jetzt dreht er dann gleich, fährt das Dings aus hier, Fahrgestell fährt er gleich aus und dann wird gelandet. Landeerlaubnis haben wir ja schon eingeholt. So. Man kann das Ganze übrigens auch in Echtzeit spielen. Braucht man aber sehr, sehr, sehr viel Zeit für. Oder muss großer Fan davon sein, solche Art von Spielen zu spielen. Weil das braucht wirklich ewig. Machen wir das Ganze ein bisschen schneller. In der Nähe vom Planeten kann man nur eine gewisse Maximalgeschwindigkeit vorspulen anscheinend. Fortsetzen, bitte. Aha. Und ab dafür. Wir können mal hier Richtung Planet fliegen. Ne, ist ein Mond, ne? Aber wie gesagt, das ist halt die manuelle Steuerung. Man sieht, wenn man dann einmal den Schub gegeben hat, in die entsprechende Richtung. Der Planet hat jetzt Schwerkraft, deswegen werde ich langsamer, dann falle ich gleich wieder runter. Fliegen mal ein bisschen hin. So, New Hope muss ich ja sowieso irgendwie... Nee. Abgeben, hinbringen, irgendwas war. Also ich bin da und muss jetzt landen und... Ich darf nach Dock 2 und... Docke an. Hm.
Schauen wir mal, wo wir dann waren, in welchem Zustand. Ah. Mach hier mal eine andere Ansicht an. So. Also, jetzt arbeitet der Autopilot wieder. In irgendeine Richtung. Ich weiß jetzt gerade nicht, was er da macht. Aber das wird schon passen. Das ist zu pick. Der fliegt Richtung nach leicht oben, ne? Wo fliegt er denn da hin? In die Richtung fliegt er. Nee. So. In die Richtung. Hm. Wird das hier etwa kein Let's Play, sondern ein Let's Test? Nicht mal richtig trinken kann er. Ja. Ja. Hier tut sich jetzt irgendwie immer hier leichte Bremsung. Richtung. Machen wir mal hier schneller. Mhm. Also, ist das jetzt wieder Absturz oder ist das jetzt was anderes? Also ich darf ja auf irgendeinem von diesen Pads hier landen anscheinend, ne? Oh Junge, jetzt macht da die Dings auf hier. Genau. Da sind die Landestützen. So, und dann setzt er dann auf. Zack. Paket wurde empfangen, sie wurden dafür entlohnt. Und das war mein Google Home, der gerade irgendwie versucht, eine WLAN-Verbindung herzustellen. Alles klar, heute ist irgendwie alles kaputt. Ja. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Wir können ja nochmal gucken. Treibstoff, Anstellung gesucht, spendet. Nö. Ich spende hier gar nichts. Umzug. Abholung von Fracht. Für 63? Nö. Auch von 63. Dann ist wahrscheinlich auch 63. Ja, ihr Knauserer. Nach Wolf. Für 500? Das machen wir, oder? Ist gefährlich. Guck mal, auch nicht gefährlich. Der sieht auch total seriös aus mit seiner Brille. Hm, ich glaube, das passt schon. Machen wir. So. Gut, da haben wir die Mission. Jetzt gucken wir mal eben nach. Nein, Lucy, zu dir wollte ich gar nicht. Guck mal hier, wir müssen noch Wolf 359. 000, okay. Wolf 359. Wolf 359. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Mission, ne? Versuchen wir es nochmal. So, also, wenn man das dann ausgewählt hat, ist es dann wohl irgendwie gesetzt. Na, hier Wolf 359 oder hier diese anderen Wolfs. Na, die sind dann halt alle gesetzt, aber hier, wir wollen 359. So. Dann wollen wir doch nochmal zu Lucy. Na, wir wollen ja wieder losfliegen. Ansicht. So, Fahrwerk rein. Einmal nach oben und ab dafür. Und los geht's hier. Sieht man jetzt natürlich nicht so viel von, aber wenn ich hier in die Außenansicht einschalte. Oh, guck mal. Da fliegt er. Iha, Looping. Ja, okay. Ich darf auch schon zünden. So. Mal wieder Innenansicht hier, das ist immer noch am schönsten. 3, 2, 1. Hey! Oh, das war ein kurzer Flug. So. Also, da sind wir dann da. Wollen wir uns hier mal umgucken eben. Ja, das ist so, wenn man dann aus dem Hyperraum rauskommt, die Hyperraum-Austrittswolke.
Sieht man hier irgendwas? Nicht so richtig, ne? Aber wir haben ja einen Auftrag. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, wo ich hin muss. Nach Witten. Mit 3T, gut zu wissen. Wir Witten. Doch mal landen. Fliegen Sie zur Dock 1, ich darf landen. So, Docker an Raumstation an. Diesmal lasse ich die Finger komplett davon. Ich drücke nur hier einmal auf Vorspulen. Ja. Juhu. Genau, jetzt treibt er wieder. Beziehungsweise, ja, treibt halt im Raum in die Richtung, in die ich will. Vielleicht klappt es ja diesmal. Witton. Tütütüton. Ah ja, zum Thema Blind. Das ist tatsächlich das zweite Mal, dass ich dieses Spiel jetzt überhaupt gestartet habe. Einmal zum Starten, ob es funktioniert und dann so ein bisschen rumkonfiguriert. Dann nochmal beendet, dann nochmal geguckt in der Konfiguration, dass man irgendwie Auflösung einstellen kann. Dann wieder gestartet. Zwei, drei habe ich so gespielt und mir gedacht, komm, start mal schnell die Aufnahme. Guck dir das mal an, wie das mit der Aufnahme klappt. Erstmal geht es jetzt Richtung Station. Da sind wir auch gleich schon da. Ja, 1,1 AE noch. So. Jetzt wird es wieder spannend. Macht er oder macht er es nicht? Wir verbuchen das mal unter Fehlfunktion. Genau. So. Aber er macht auf jeden Fall. Hat sich gedreht und macht jetzt Gegenschub. Ja. Na, dass wir so eine leichte Umlaufbahn bekommen. Planet zieht einen auch so ein bisschen an, tatsächlich. Man sieht hier die Steuerdüsen, die jetzt gehen sie ein bisschen runter, aber jetzt gehen sie wieder hier, dass er immer da schön so in dem Umfeld bleibt. Das ist hier hinten eine Station. Nee, wir wollen ja nach Witten. So. Ich glaube und hoffe, das macht dem Autopilot jetzt nichts, dass ich da einmal umgeschaltet habe. So. Jetzt hat er nur wieder seine Steuerdüsen an. Oh oh, jetzt bitte nicht zünden. Nein, bitte nicht zünden. So, aber er hat schon hier höchste Vorspulgeschwindigkeit eingestellt. Da sind Planeten, nee, dauert es halt einfach ein bisschen. Haben wir es da noch weit? Ja. 2, da waren wir doch gerade eben irgendwo schon näher, oder? Also irgendwie fliegst du so ein bisschen komisch, lieber Autopilot. Aber das ist das Zeichen hier, dass der an ist, ne? Autopilot dockt an, okay. Also es ist wohl eher so ein Spiel, wo man sich dann schön am Sonntagnachmittag mit einer Tasse Kaffee gemütlich vor den PC setzen kann. In seinen bequemen Stuhl. Spiel einschalten. Richtig geil wäre ja, wenn das Spiel die Möglichkeit bieten würde, dass man so einzelne aus dem Cockpit so diese ganzen einzelnen Sachen auf eigene Fenster ziehen könnte oder eben, ja, dass man eben die außerhalb von dem Spielfenster hat, dass man wirklich so ein bisschen die Sachen sich auch auf Monitore ziehen kann, dann könnte man sich wirklich so aufbauen, 3-4 Monitore irgendwie mit den ganzen Sachen, wenn man da so richtig drauf steht, ist es bestimmt total geil, so ein kleines Cockpit sich selber zu bauen, ne, mit den ganzen Funktionen. Ich glaube, alles hat tatsächlich nicht einen Sinn, aber einige Sachen funktionieren halt tatsächlich. Leider nein, leider gar nicht. Jetzt landen wir gerade. Ja. Kommen dem immer näher. 280, 270, 60, 50, 40. Ja. Ich glaube, so Simulator-Cockpit nachbauen muss ein Hobby sein. Sonst wird man das wahrscheinlich nicht machen. So. Die Spannung steigt. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Weil wir haben wieder so ein bisschen Stillstand. Ich befürchte ganz, ganz böse, dass das nicht funktionieren wird.
Kannst du irgendwas machen, Autopilot? Du sollst andocken. Oh oh, oh oh, oh! Das ist ja komisch. Hat er seine Andock-Information verloren, oder? Ah. So, Landestützen ausgefahren. Ja. Jetzt geht's sanft runter auf das Dock. Hoffentlich überhaupt das Richtige gewesen. So. Ah. So. Ich wurde auch bezahlt. So. Das Erste, was wir jetzt wahrscheinlich irgendwie machen, ist, hier kurz Pause. Dann persönliche Infos. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Da. Nein. Nein. Da. Nein. Ich wollte eigentlich nur eben kurz... Ach nee, auf Escape war das, ne? Speichern. Dass er hier mal vernünftig ist. Gelandet. Sicher. So. Dann haben wir zumindest einen sicheren Speicherpunkt. Ah, hier. Ne? Cockpit experimentell. Die Angabe hier stimmt nicht. Der Rest sieht aber richtig aus. So. Machen wir denn jetzt? Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas upgraden können? Man sieht leider, wenn man rangeht, so die Texturen sind eher so ein bisschen. Eher so ein bisschen 2000er-Style. Aber die Schiffe sehen nett aus. Oh, kann man nichts sagen. Ja, hier so der Einblick, Ausblick ins Schiff. Da sitzt man dann wahrscheinlich. Hier vorne irgendwie so eine Laserkanone noch dran. Die ich jetzt wahrscheinlich abschießen könnte und dann würde ich wahrscheinlich sterben, weil ich angegriffen werde. Wir machen erstmal weiter. Anna Maria Burns. Hallo Anna Maria. Boah, hier ist wirklich so auffüllen. Eine Tonne, zwei Tonnen. Na, kostet auch nichts extra. So, wir haben 3400. Kann man sich da eigentlich irgendwas von leisten? Hallo Caroline. Rumpfintritritriti geht. So, richtiger Status sauber. Rumpfintegrität ist gut. Jawohl. hallo Teddy. ein Polizist in Bärenkostüm. Das Jahr 3200 ist sehr verrückt geworden. Aber hübsch. Kann man mal machen. So, ja. Hier kann man neue Schiffe kaufen auch. Natürlich alles irgendwie schweineteuer. Mal hier so ein Lastding wäre natürlich auch mal irgendwie was irgendwann, ne? Was ist das für ein Ding? Auch nice. Wie sehen denn hier so die... Gut, das ist dann so Endgame-Content, würde ich sagen. Ich könnte Abfälle kaufen. Und die kann ich dann wahrscheinlich irgendwo verklappen, oder? Steht da eigentlich irgendwas dazu? Also, ich kann was mitnehmen und ich darf es nicht da abschmeißen, wo man, ja, wo Menschen wohnen. Ich könnte ja hier dann Müll kaufen, oder nicht kaufen? Nicht kaufen? Nicht kaufen. Dann kaufen wir keinen Müll. Oh, hier, Schiff unansprechbar. Oh, für 3000 für sofortige Hilfe? Was wollen wir denn überhaupt machen? Ah, aber ich habe keine Kabine. Also von daher, tut mir leid, Mädel. Ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Kann ich denn eine Kabine kaufen? Null benutzt, null frei.
Kabine. Kabine? Kabine? Ich könnte einen Roboter kaufen. Ach, da müsste ich dann... ja, genau. ja, gefällt mir. Waffen, Kohle, ein sehr komplexes Spiel, so wie es aussieht, und leider alles wohl noch außerhalb dessen, was ich machen kann. Jo, was machen wir denn hier? Überfahrt. Na, Überfahrt kann ich ja nicht. Kann man denn irgendwo sein? Dieser Artikel ist ausverkauft. Den will ich auch gar nicht kaufen. Aber hier kann ich dann eine Kabine kaufen, ne? Hier, für eins. Frachtraum. Kabine. So, mein Schiff ist voll. Hm. Gut. Ups. Achso, hier ist dann Kapazität und wenn die... Ah. Ich müsste also irgendwas rausschmeißen, wobei ich nichts hab. Und dann könnte ich mir eine Kabine kaufen. Das Schiff ist noch zu teuer. Das ist auch noch zu teuer. Aber hier hätte man dann Kapazität 5 Tonnen. Schöpferslots. Okay. Maximalbesatzung 1, Minimalbesatzung 1. Okay, man muss auf jeden Fall mit einem dann fliegen. Und hier kann man dann... Darf man dann auch mehrere Leute mitnehmen. Das liegt wohl noch außerhalb dessen, was ich machen kann. Das heißt... Er braucht Transport von Fracht für 300. Warum denn? Sieben Tonnen? Kann ich das? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Er benutzt Kabinen? Nein. Nee, ich glaube, Tonnenmasse wird, nee. Oh, hier Postdienst. 1012, das klingt gut. Automatische Nachricht, aha. Ich dreh's mal ein bisschen lauter. Ach, schön. Immer wieder schön. Auch wenn es nur angelehnt ist. warum ist das... Ach ne, warum? Warum so viel Geld? Ja, ich kann auch mehr verlangen. Ist kein Problem für mich. Ach, Mädel. Ist nicht gefährlich. Und es ist ein Kurierdienst. 24 Lichtjahre entfernt. Ach komm. Ja. Diesen mit Navigationsziel setzen klappt, glaube ich, immer nur dann, wenn man in dem entsprechenden System schon ist. Gut, also, nächste Mission haben wir. Darf ich starten? Danke. So. Die schon mal einfahren. Oh. Uhu! Oh, das war knapp, ne? Wieso? Das ist ein bisschen weg vom Planeten. Ja. Ist auch interessant, dass sie so einen Raumhafen so mitten in die Stadt bauen. Ist ja nicht so, dass da irgendwas passieren könnte. So. Steuerung. Geschwindigkeit. Jetzt bitte.
Oh, herrlich. Ihr seht mich strahlen, ich bin begeistert. So, aber ich wollte ja irgendwo hin, ne? Witten? Ne, Witten wollte ich nicht hin, da komme ich her. Ich muss ja. Moment. War ich so abgelenkt von dieser schönen Musik, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich hin wollte. Ich hätte übrigens 50 Tage Zeit, diese Mission zu machen. Hansen. In dem System Delta Pavunis. Mhm. Gucken wir doch mal. Nee. Na, hier. Delta Pavunis. Pam. Da müssen wir hin. Sudele. Upsa. In Ansicht und. So, also, da wären wir. Mal hier nochmal umgucken hier. Oh, hier ist der Schein. Austrittskegel. Ja, Auskunftswolke. So heißt das. Da wäre übrigens noch eine. Das ist wahrscheinlich dann irgendwo ein Schiff in der Nähe. So, wir haben einen Auftrag. Man könnte auch hier tatsächlich gucken, wo ist man eigentlich da, hier und da ist das Ziel und da könnte man dann hier sagen, dass man da irgendwo zu dem Planeten hin möchte. Ah, da ist nur, sind nur zwei. Da-dam, da-dam. Da, man könnte hier auch programmieren irgendwie, wie schnell dann wohl irgendwie, zu welchem Zeitpunkt dann da irgendwie die Planeten stehen würden. Keine Ahnung, ob man die dann so als Beschleunigung nutzen kann. Na, wie die NASA das ja auch macht mit ihren Systemen. Wenn die da irgendwas beschleunigen, dass sie dann die Schwerkraft von dem Planeten nutzen und dann einmal rum und dann mit schnellerer Geschwindigkeit wieder weg. Kann man hier bestimmt auch irgendwie programmieren. Das ist wahrscheinlich wesentlich tiefer, als ich jemals in diesem Let's Play erreichen werde. Ja, siehste, sag ich doch. So. Also, aber wir haben einen Auftrag. Wir müssen nach Hansen. Aber nicht der Chris, ne? hier, Hansen. Orbitaler Raumhafen. So, ach nee, das kommt man ja hier im Dings machen, ne? Hier. Oh, so. Hansen. Erstmal anfangen und landen dürfen. Ja, ich darf. Doc Ellens. So, dann bitte einmal andocken. In schnellerer Geschwindigkeit, bitte. Oh, die Außenansicht hier. Die ist immer noch am schönsten. So, da ist hell, das heißt, da ist irgendwo, guck, da ist die Sonne. Delta Pavunis. Da ist unser Ziel. Raumhafen Hansen. Hier hinten, da kommen wir irgendwo her. Vielleicht können wir tatsächlich mal. Moment. Wir machen das mal andersrum. Wir machen mal die Effekte ein bisschen leiser. Und die Musik. Ein bisschen lauter. So. Gut, jetzt ist wahrscheinlich gerade ein Lied irgendwie, das schon war und ich mache das im Aufnahme-Dings ein bisschen leiser. So. Hoffentlich gibt es da keinen Strike für, ne? Ah, es ist mir ein bisschen zu riskant. Wir machen es doch wieder so, dass wir die Effekte laut haben und die Musik lieber wieder ein bisschen leiser. Können sie ein bisschen lauter, man kann sie auf 10 machen. Es ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Man weiß ja nie. Jetzt kann man hier auch wieder lauter drehen, oder? So.
Warum bin ich eigentlich hier nicht auf... Doch, ich bin, ne? Aber ich bin nicht. Bin ich? Jetzt bin ich. So. Wir wollen ja nicht ewig verbraten hier. Ah. Ah. Das ist so der... Das System... Milchstraße drumherum irgendwie. Da ist ein Planet. Und so wie ich das jetzt verstehe oder verstanden habe, sind also alle diese Punkte sind tatsächlich auch Sachen, die man anfliegen könnte wohl irgendwie. Was wahrscheinlich aber selbst auf höchster Geschwindigkeit 100.000 Millionen Jahre dauern wird. Ja, so lange vielleicht nicht, aber schon eine Weile. Dafür gibt es ja dieses Hyperraum-Sprung-Ding. Wir können ja mal zur Systemkarte, zur Sektorenkarte wechseln. Ja, das ist halt so ein Bereich, wo alles, das sind alles so Punkte, die man anspringen könnte. Und wir landen gerade, das ist schön. Sektor jetzt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt das komplette System ist oder ob das jetzt einfach nur wirklich, wie der Name das auch sagt, wirklich in so einem Bereich ist, den wir eben sehen können. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier hinspringen, ob dann da auch derselbe Bereich nochmal hier sichtbar ist. Vorhin habe ich jedenfalls weniger gesehen von den verschiedenen Fractions hier. Hm. So, ich bin auf jeden Fall irgendwie gelandet. Oh, ich bin nicht gelandet, sondern eine Raumstation. Ach, ist das herrlich. Ist hier irgendwie... Da ist ein Planet. Burns Rock, das ist eher so ein Mond, oder? Das sieht nach einem Planet aus hier. Delta Pavonis, ah ja, das ist unser Planet. Aber ist das auch unser Zielplanet? Wir mussten nach Hansen, war das, ne? Hansen? War doch Hansen, oder? Ja. Ich darf an Dock 1 ran. Und Hansen ist... Da ist Hansen. Oh Gott. Na, es war leider relativ unspektakulär. Aber wenn man dann startet, dann könnte man doch... Dann könnte man doch wahrscheinlich... Oh mein Gott. Sehr geil. Sehr geil. Super geil. Also, wir haben auf jeden Fall... Sie halten... Ah. Ich habe 2 Dollar gezahlt und habe meine Kohle bekommen, weil ich die Lieferung abgegeben habe. Das heißt, hallo Peter, schönen guten Tag. Ich möchte bitte einmal auffüllen und hier bitte auch einmal auffüllen. Und dann möchte ich Abfälle. Irgendwann kaufe ich mal, wenn die viel verlangen, kaufe ich das mal und schmeiße ich das einfach irgendwo auf den Planeten. Bisschen Umwelt verschmutzen. Nein. Postdienst. Eine Lieferung zum Sirius-System. Für 1000. Warum ist es denn so? Och, Junge. Such dir einen neuen Spruch. Ist gefährlich? Nicht gefährlich. Guck. Mache ich. Zack. Ja. Kommt man hier eigentlich jetzt wieder sicher raus aus diesem Ding? Speichern. Gelandet sicher. Wir überschreiben diesen Speicherstand einfach, würde ich sagen. So. Hier läuft das Dings im Hintergrund. Ja, so. Autopilot sagt abdocken. Nee, wir sind so freundlich und fragen bitte erstmal, ob wir starten dürfen. Jep, ich darf starten. Und navigiert ihr mich dann auch hier raus oder darf ich das selber machen oder... Ah, das macht der Autopilot für mich.
Sehr nett von dir. Vielen Dank, Autopilot. Ich würde aber ganz gerne noch mal kurz stehen bleiben. Jetzt ist die Synchronisierung perfekt. So, fahren wir es mal ein. Wir haben ja einen Auftrag zu erledigen. Wir müssen da irgendwo... Ja, dann dreht sie sich dann von selbst weiter. Wir müssen ja irgendwo hin. Na, Moment. Sirius. Auch Sirius. Wir müssen nach Sirius. Ich denke mal nach Sirius. Sirius. Jetzt macht er wieder Auto und sagt mir, nach Hansi. Undock-Erlaubnis? Nein. Hab's. Ach, komm raus hier. Da wollen wir hin. Sirius, Sirius. Nach Sirius in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich schon hier? 52 Minuten, das guckt hier doch eh keiner an, oder? So, jetzt sind wir bei Sirius irgendwo. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo den Entschuldigung. Ob wir irgendwo den Stern sehen hier unten irgendwo, ne? Da müsste doch irgendwo, ist doch Licht, ist von da. Ne, müsste da hier irgendwo. Also, Licht ist da. Das ist die Austrittswolke. Sirius, da hinten ist Sirius. Da ist Sirius. Ne, das sind die Planeten. Sirius, das sind Planeten. Da ist Sirius. Ne, ne, ne. Ne, ne. Es müsste eigentlich vom Lichtschein hier irgendwo. Aber ich bin kein Weltraumexperte, keine Ahnung. So, wir wollten landen auf Salonen, Salonen Village. Salonen Village. Gucken wir doch mal, ob wir Salonen Village irgendwo finden. Ach, guck mal hier, Hansen hat hier eine Kolonie. Salonen Village. Auf der Fan-Kolonie. Kolonie. Ah, und irgendwo. Da, da, irgendwo. Die Richtung. Klingt gut. Dürfen wir landen? Ich darf landen an Dock 7. Oh, nix hier hin, würde ich sagen. Ne? Wieder Schnellmodus. Oh, jetzt treiben wir schon wieder, ne? Hier fehlt doch irgendwo ein Stern.
Aktuelles Navigationsziel. Entfernung zur Oberfläche des Ziels. Bremsdistanz. Verwendung der Hauptdüsen. Genau, also das ist quasi die Entfernung, die ich maximal haben darf, wenn ich dann hier mich umdrehe und die Düsen zünde. Das ist die Annäherungsgeschwindigkeit. Mein Ziel. Rechts läuft ich relativ zum aktuellen. Okay. Das ist eigentlich dieses komische Steuerkreuzdingens hier. Das ist wahrscheinlich dann irgendwo, wenn ich angegriffen werde oder so. Geschwindigkeit relativ zum Ziel. Also sind wir gleich da. So, dann dreht er um. Und dann zündet er die... Flott. Das ist auch wieder auf der anderen Seite, oder? Hm. Kommt relativ steil rein. Und jetzt die ganze Zeit hier einfach nur meine Fleischpflanze. So, so, da. Mal da geht's lang. Jetzt schwebt er hier schon wieder irgendwie davor und macht nichts. Falle ich jetzt? Manuelle Steuerung? Ach. Ja, also irgendwie, ja, man weiß es nicht. Kann ich jetzt hier bitte... Spiel laden. Gelandet. Spiel laden. Hab ich die Mission jetzt schon angenommen? Shalun. Ja, ich habe die Mission schon angenommen. Okay. Meister? Meister? Peter, ich möchte gerne einmal starten. Oh Gott, oh Gott. Das gibt doch einen Strike, oder? Fortsetzen? Starten. Alarm aufgehoben, nahe Schiff, was? Also so eine Raumstation starten, sieht schon geil aus, kann ich echt nichts sagen. So. Schalten wir hier mal um. Ist jetzt Autopilot ein, oder? Nee, Autopilot ist nicht ein. Jetzt ist Autopilot ein. Nee, auch nicht. Und es sieht halt einfach nur geil aus. Guck mal, wenn man das dann hier ausmacht, tippt man dann an, dann kann man nämlich hier die Rotation perfekt synchronisieren. Ist er ein Pro oder ist er ein Pro, hä? So, wenn man es dann wieder einschaltet, dann kontrolliert er natürlich wieder gegen. Nee, wir wollen nicht landen. Wir wollen da auch nicht hin. Wir wollen... Probieren wir es nochmal hier. Sirius wollen wir hin, genau. Sirius. Oh, Fahrgestell einfach, ne? Hallo, fahr ist doch... Da ist kein Fahrgestell mehr. Machst du jetzt mal? So, geht doch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey! So,
Dödele. Ich glaube, die Kamera, die muss echt irgendwie noch irgendwann mal anders positioniert werden. Hier irgendwie so hin, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, es wäre eine gute Idee, wenn die da wäre. Aber das geht leider nicht so einfach. Das ist nämlich nichts, wo ich sie hinbringen könnte. Shalunen Village? Shalunen Village hier. Darf ich andocken? Ich darf andocken. Und bitte, lieber Autopilot, docke auch an. Ich werde dich sehr verbunden, wenn du es tun würdest. Gut, den Weg, den kennen wir ja schon. Wir sehen uns gleich wieder. So, und dann sind wir zurück. Gerade rechtzeitig noch zum Landen. In der Hoffnung, dass er das auch tut und ich nicht wieder... Gut, den Weg, den kennen wir ja auch noch. Ich drücke mal die Daumen, dass es hinhaut diesmal. Autopilot dockt an. Also der macht auf jeden Fall irgendwas in dem Moment jetzt gerade. Na? Also... Also der Autopilot macht immer noch irgendwas. Ja, okay. Ich weiß nicht, hat er so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Landen? Kann das sein? Irgendjemand, der es schon mal gespielt hat, kann mir das bestimmt beantworten, oder? So. Also, erfolgreich gelandet. Auch auf dem richtigen Dock, das ist schön. Na, dann kommen wir nämlich jetzt mal gucken, dass wir zuerst mal das Ganze wieder speichern. Gelandet, sicher. Speichern. So, oh, ich weiß, pünktliche und diskrete Lieferung zu chatten. Pünktliche und diskrete Lieferung, aha. Mhm. Was wäre denn, wenn da jetzt der Zoll gekommen wäre? Hätte ich da dann Ärger bekommen, weil es eine keine diskrete Lieferung mehr wäre. Mhm. Was soll ich denn da liefern? So, da? Ach, hier könnt ihr auch auftanken, das ist aber nicht so cool wie hier. Tim Win! Tim Win, sag mal! Ihr habt auf eurer Station ein bisschen Schwierigkeiten mit Fliegen, so wie das aussieht. Oder hast du einfach nur länger nicht mehr geduscht? Man weiß es nicht. Gut, Tim, verkaufst du mir mal ein bisschen Treibstoff, danke. Und hier ein bisschen extra Power. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier wieder als Jobaufträge? Interplanetarische Fracht, lokale Rücklieferung nach Grey. T29, nö, nö, das machen wir. Upsala. Das machen wir schön alleine. Kleine Gruppe würde ich gerne, aber ihr bezahlt auch gut, aber ich habe leider keine Möglichkeit. Brauche Schiff. Was soll denn da gemacht werden? Er braucht einen Flug. Nee, tut mir leid. Anstellung gesucht. Ich könnte dich natürlich anstelloren, aber... Guck mal hier, du willst nur 10 die Woche. Kannst du irgendwas? Nur Simulator? Nö, du kannst nichts. Tschüss. Ich kann dich eh nicht einstellen. Spendet. Verbot militärischer Antriebe. Warum sollte man denn militärische Antriebe verbieten? Der sieht doch ein bisschen aus wie... okay. Militärische Antriebe... Verschmutzung unserer Galaxie zu beenden. Ja, die Galaxie, die will ich später selber noch verschmutzen. Tut mir leid. Paketabwurf. Aha, Abwurf. Nach... von verderblichen Waren. Nein, nicht für 30. Frachtlieferung, da kann ich, da bin ich gut drin. 707. Nach Sol. Oh, guck mal, wir fliegen nach Hause, das ist doch auch schön. Ich würde sagen, wir fliegen mal nach Hause. Warum machst du so viel? Ah, das ist mal fair. Wie viel Masse denn? 10 Tonnen. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich habe ja... Hab ja 0 Tonnen frei. Ich müsste also erst mein Autopilot verkaufen. Dann könnte ich eine Tonne. Nein.
Tut mir leid, würde ich gerne, aber keine Chance. So langsam verstehe ich auch diese Icons hier. Frachtlieferung. Also ich kann aktuell wohl nur wirklich diese komischen Paketlieferungen machen, weil ich hier bei mir auf dem Schoß sitzen kann, während ich liefere. Gliese 465, da war ich doch auch schon mal irgendwann. 1300, warum ist das so nichts Spezielles? Mhm, Freundchen. Nichts Spezielles, na, bis wann willst du es denn haben? Bis Juni. Guck mal, Junge, wir haben April. Bis Juni geht's dreimal. Ist denn irgendwie keine Gefahr? Im Gläser 465 System. Ich mach mal kurz Pause. Moment. Bin gleich wieder da. Kleinen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder da. Entschuldigung für Unterbrechung. Sorry. So, also wir waren stehen geblieben dabei. Conrad Crane hätte gerne irgendwas geliefert. Nach Gliese 465. Für 1,3. Nicht gefährlich, nur komm, mach mal. So, dann. War hier schon mal. Gliese 4,6. Bla. Gliese. Moment. Gliese 4,6,5. Gut. Also, Gliese 4,6. Da gibt es nämlich ein paar mehr von. 5. Zack, gespeichert. Dann würde ich ganz gerne mal. Tim, war nett bei euch. Tschüss. Hier. Fahrgestell rein. Ausrichten und los geht's. Vielleicht noch ein bisschen schneller ausrichten oder so. So ist doch, allerliebst, oder? Sieht schon geil aus. Kann ich eigentlich mit den F-Tasten irgendwas machen? Ach, man kann mit den F-Tasten hier oben die Dings um. Ah, okay. Ich habe nichts gemacht. Wir gehen mal zu unserem Ziel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, jetzt aber 1. Hey! Oh. Irgendwie ein bisschen. So. So ist schön. So. Wir wollen. Wo wollten wir eigentlich hin? Ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Kein Ziel gewählt. Okay, wir müssen mal eben gucken. Suresh. 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 Da wollen wir hin. Dürfen wir landen? Oh, wir dürfen landen. Und dann mach auch bitte. Höchster Geschwindigkeit, natürlich. Wir treiben wieder durchs All. Konzentriert. Ist es eigentlich treiben, wenn man bewusst in die Richtung geflogen ist und beschleunigt hat und jetzt eben nicht mehr beschleunigt, aber immer noch die Richtung hat, in die man eigentlich wollte? Oder ist es gezieltes Fliegen? Weil man fliegt ja nicht mehr aktiv jetzt in dem Moment. Warum ist die Maus nicht mehr so, wie sie war?
bin ich einfach nur verwirrt. Ich bin wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Nee, die ist irgendwie anders. Ich habe hier irgendwelche F-Tasten. Oh oh, wir fahren das mal wieder ein. Autopilot, bitte. Ich frage nochmal nach. Ich darf noch Dock 1. Und Dock bitte an. So, damit alles wieder so in Ordnung hat. Irgendwie verwirrt mich die Steuerung gerade. Aus irgendwelchen komischen, mir nicht weiter. Aha. Ich war auf dem Kopf. Upsala. Ist natürlich. Da, ja. So ist die Steuerung wieder. Jetzt bin ich auch nicht mehr verwirrt. Wir begeben uns langsam in die Richtung, in die wir müssen. Ja. Aber bitte mit Hochgeschwindigkeit. Warum hat er denn wieder abgebremst? Das hätte ja gedauert jetzt gerade. So, da bremst er schon wieder. Wow! Hey, 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 ganz ruhig, Freundchen. Wo kommen wir denn überhaupt hin? Ach, das ist eine Station! Ah. Autopilot macht noch, ja. Jetzt Dock auch an. Wow, hey, hey, hey. Ah, erstmal um die Station rumfliegen. Warte mal, auf der Seite da. Oh, das ist bei Raumstationen so üblich, dass man in alle Richtungen landen kann und eben auch auf der Decke. Oder auf dem Boden? Dein Boden ist meine Decke. Was? So, also, da wären wir. Wir haben auch unseren Kram abgegeben, das ist schön. Hallo Pam Suarez, jetzt weiß ich auch, woher die Station ihren Namen hat. Badum. Du darfst mal bitte einmal meinen Treibstoff auffüllen und hier meinen Hyperraum-Reichweite-Treibstoff auffüllen. Danke, sehr nett von dir. Dann schauen wir mal. Ich kann mir wahrscheinlich 6000. Ich kann mir immer noch nichts leisten, ne? Ein neues Schiff oder so? Oh, sind die alle teuer. Das ist ja süß. Hat weniger als mein... Aha, okay. Der kann ja noch weniger als meiner. Das brauchen wir nicht. Wow. Kann man die irgendwie selber drehen? Ja. Oha. Hier vorne so ein Einsaugstutzen oder was ist das? Mhm. Ja, aber das ist Endgame-Content. Weil sie haben nicht genügend Geld. Du dumm. Wäre das jetzt ein Spiel von EA, dann würde er mir wahrscheinlich anbieten, hier bitte einmal 300 Euro bezahlen für echt Geld. So. Frachtlieferung. Frachtlieferung kann ich, da bin ich gut drin. Tag, ich bin Christian, die Regierung von Georg Katon möchte containerisierte Lebensformen. Das klingt aber sehr ungeil. Nach Frost Station im System blablub. Die Lieferung. Also die Musik ist schon sehr geil. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade alles irgendwie lauter gewesen eigentlich, ne? Ich mache hier mal wieder ein bisschen leiser. Ne, Freundchen, containerisierte Lebensformen. Sind das Containerschweine oder was? Nein. Nein, nein, machen wir nicht. Lokale Lieferung für 36. Na, da starte ich doch nicht mal für 36. Paketabwurf. Nach Thomas City. Für 26. Nö, pff, nö. Postdienst. Eine Lieferung zum Hudati-System. Aha. 1050, Jukum. Und 1000er machen wir es, oder?
Warum ist das so viel? Ja, du mich auch. Bis wann hättest du denn gerne? Juni, jetzt haben wir Mai, Freundchen. Dann schaffe ich ja dreimal. Ist gefährlich, nö, ne? Nö. Mach mal. Ja, komm hier. Auflegen. Sagt Autopilot, sagt abdocken. Man sieht übrigens die Raumstation, die dreht sich. Der Planet wandert da langsam vor sich hin. Der kommt wahrscheinlich auf der anderen Seite gleich irgendwo wieder raus. Kann man hier eigentlich rausgucken? Nee, kann man nicht rausgucken, ne? Nee. Oh, Pam. War nett bei dir. Wir sehen uns. Flieg mal einfach da raus oder so. Nicht? Die können wir, glaube ich, inzwischen einfahren hier, so. Zack. Und schon sind wir draußen. Maradiot, Raumstation, Maradiot. Kommen wir da direkt hinspringen? Hodati? Nee. Müssen wir überhaupt nach Hodati? Hat das funktioniert, wie ich mir das gerade vorgestellt habe? Ups. Ups, ups. Fortress Care of Hodati. Ah, okay. Also man kann anscheinend in diesem Interface auch gleich mal draufklicken, dass man nicht erst über Suche gehen muss. Das gefällt mir. Das gefällt mir. 4, 3, 2, 1. Hey! Gott. Also die Lautstärke ist echt... ich mache hier echt mal ein bisschen leise. Nahes Schiff erfasst. Ich bewege mich nicht. Bitte scannen. Keine illegalen Güter gefunden. Nicht darf passieren. Ach, sehr schön. Gut, stand hier unter der Facecam. So, und jetzt müssen wir... Moment. Forger's Care war das, ne? Ab. Darf ich andocken? Ich darf andocken. Docke an Raumstation an, bitteschön. Ach, guck mal, da oben, da ist auch die Polizei. Ah. Der hat mich wahrscheinlich gerade gescannt. Keine illegalen Güter gefunden. Hallo, Polizei. Da kommt man wahrscheinlich irgendwie angreifen, dieses Schiff hier. So, man kann da hinfliegen und, weil was wir bisher machen, sagen wir mal ganz ehrlich, ich fliege mit dem Autopiloten von A nach B und hol was und gebe was ab. Das ist aktuell der ganze Spielinhalt für mich. Das wird wahrscheinlich erst dann wirklich interessant, wenn wir zu Missionen kommen, die ein bisschen gefährlicher sind. Jetzt ist wahrscheinlich wirklich erstmal, dass man so ein bisschen mit der Mechanik vertraut wird und dass man einfach so ein bisschen reinkommt ins Spiel. Da ist übrigens die Sonne, da hinten irgendwo. Machen hier mal ein bisschen schneller. Wieso macht der eigentlich nicht immer automatisch schneller oder so? So, Polizei ist inzwischen auch wieder weg. Wenn man dann irgendwas geschmuggelt hat oder weiß, man schmuggelt irgendwas, dann kann man wahrscheinlich auch, wenn dann diese Meldung kommt, da oben von wegen irgendwie, hier, ich scanne dich, da auch abhauen oder sowas wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie angreifen und das sind wahrscheinlich alle Sachen, die noch ein bisschen auf sich warten lassen werden. Eine Stunde 21, sagt die Aufnahme gerade. Und es scheint alles ganz gut zu laufen. Der sagt auch irgendwie 60 FPS und sagt aber sonst nichts weiter. Okay. CPU idelt so ein bisschen vor sich hin. Irgendwie 14% oder so. Oh, wie kommen wir denn hier rein? Mhm. So, da hat er sich wieder gedreht. Fliegen wir wieder richtig rum. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Umlaufbahn fast, ne? Da, 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 da.
Der hat jetzt nur zehnfache Geschwindigkeit, okay. Echtzeit wäre halt so, ne? Man kommt halt auch ans Ziel, aber ganz ehrlich, das braucht zu lange. Wobei es natürlich realistisch ist, dass es halt so lange dauern würde, ne? Oder mehr oder weniger realistisch. So, Autopilot dockt an. Macht er das auch, Junge? Autopilot hier. Dock mal an jetzt. Na, scheint aber jetzt zu funktionieren. Ja, dann dreht er sich jetzt gleich. Hoppa. Genau, Landestützen ausfahren und dann geht das runter hier. Auch wieder so mitten in der Stadt gebaut. Ne? Oder ist die Stadt drumherum gebaut worden? Plock. Das ist hier die... Da steht die Zapfsäule. Also, wir sind gelandet. Wir haben unsere Ware abgegeben. Wir halten den vollen Lohn. Das ist schön. Leergewicht 20 Tonnen. Ausgelastete Kapazität 4 Tonnen verfügbar. Achso, ich habe nicht genug Treibstoff. Ne? Ich muss erst wieder Treibstoff tanken. Hallo, Mr. Grant. Guck mal hier, ich bin fast leer. Magst du mal auffüllen? Danke. Ja. Deswegen schaltet der Autopilot wahrscheinlich auch immer ab, damit man Treibstoff spart, ne? Dass man da einfach so schön durch den Raum durchschwebt, einfach nur. Manners Depot. Willkommen zu Manners Depot. Vertrauenswürdigen Händler. Aha. Zu kaufen. Wenn ich einen Laderaum hätte, könnte ich da wahrscheinlich jetzt ein bisschen Sachen kaufen, ne? Nett von dir, dankeschön. Brauchst du Schiff? Lan, wo ist der letzte Preis? Ach ne, brauche Schiff. aber das ist wieder so eine Mission, die ich nicht dingsen kann, oder? Wie hätte ich den jetzt hier angeklickt überhaupt? Ach, auflegen. Brauche Schiff hätte ich angeklickt, ne? Ist das frei? Kann ich das? Wie viel? Achso, das ist Personendings, ja. Personendings kann ich ja nicht. Zum Innensystem. Geld für die Ablieferung eines kleinen Pakets. Mhm. 920. Mr. Williamson. Alles klar. Nö. Dringend. Ist auch der kürzeste Witz in der IT, ne? Dringend. Urgent. Was ist denn da so urgent? 600 dafür, dass es wichtig ist? Nee. Ups. Ich wollte hier nochmal zur Handelsplattform. Aber so viel Auswahl hast du eh nicht, ne? Also irgendwas müssen wir ja machen. Ratschlag eines Reisenden. Nummer 248. Lerne zu wissen, wann es Zeit ist, weiterzuziehen. Aha. Spende. Wächter der Freien appellieren demütig an die Wohltätigkeit. Und warum? Friede sei mit dir, Bruder. Mhm. Ach, das ist wahrscheinlich, wenn man dann spendet und immer den gleichen spendet, dass man da irgendwie Vorteile bekommt oder so. Machen wir Innensystem, oder? 920, gibt's Gefahren? Nö. Warum ist es so viel? Kleider und antike Bücher. Mhm. Wollen wir dir vertrauen? Okay. Machen wir. So, dann würde ich... Na, dann würde ich gerne einmal... Mr. Grant, war mir eine Ehre. Und ab dafür! Uhu. Noch dürfen wir nichts finden. Noch dürfen wir nichts zünden. Kommen wir hier schon mal ein bisschen vorspulen. Jetzt dürfen wir zünden. Jetzt dürfen wir zünden. Das war Zünden im Schnelldurchgang. Pling. Da wären wir.
So, das ist der Austrittskegel. Austrittswolke. So rum. Oh, da ist ja gut was los, ne? Was haben wir denn da eigentlich alles? Innen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Bis J. J plus, J, H, J, F. Kann sich das auch anzeigen lassen hier, ne? Die. Ach, ich bin hier noch auf Gliese, okay. Da kann man sich das anzeigen lassen. Hier, sag mal, hier. Kleiner, großer E, E, J, G, H, J, Z, Y, R, F, L, keine Ahnung. Wo wollten wir überhaupt hin? Ich gucke mir das immer nicht an, wo wir hin wollen. Ist vielleicht ein Fehler. Nach Pretty wollen wir. Mhm. Ich denke mal, nach Pretty. Da kommen wir hin. Ziel gesetzt. Dürfen wir landen? Ja, wir dürfen landen. Dock 1, ne? Bitte einmal andocken. Im Schnelldurchgang, bitte. Jetzt ist mal so die Beschleunigungsphase. Dann schwebt man, fährt man, fliegt man. Bewegt man sich durchs All. So. Machen wir wieder über Kopf. Upsi, Steuerung verdreht. So. Zu sphärischen Klängen. Komm. Geben wir ihm wieder volle Kante, oder? So, muss reichen. Gerade rechtzeitig zum Zünden der Booster. Oh. Es ist schon nicht grafisch und nicht ganz modern. Aber durchaus schön. Also. Durchaus schön. So. Der Autopilot macht irgendwas in völliger Dunkelheit. Der macht was. Autopilot dockt an. Okay. Noch könnten wir zünden, ne? Noch wäre es auch legal zu zünden. Ist halt nur die Frage, wohin wir dann zünden. So. Autopilot macht. Okay, Autopilot macht. Also die stehen irgendwie drauf, so die ganzen Sachen so mitten in der Stadt irgendwie einzubauen. Oder die Städte drumherum zu bauen. Tick, 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 tick. Ich fand auch schön hier mit den Lichtern. Ja, schon, steckt schon schön Detail dran, auf jeden Fall. Nur halt so texturenmäßig nicht ganz auf der Höhe der Zeit, leider tatsächlich. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das kann man bestimmt irgendwie auch Texturen oder sowas für laden, dass die dann schöner aussehen oder höher aufgelöst sind oder so. Gibt auch ein Verzeichnis Mods irgendwie. In dem Verzeichnis hatte ich schon gesehen, aber da kann man bestimmt irgendwie Mods dann installieren. Also so ein paar Sachen kann man da garantiert noch mitmachen. Ist auf jeden Fall, kannst du echt nichts sagen. Ich wurde übrigens voll bezahlt. Das Erste, was wir jetzt wieder machen. Gelandet. Sicher. Speichern. So. Wo hier alles schon echt irgendwie auf höchste Stufe gestellt ist, ne? Also. Also. Amanda Levine. So siehst du auch aus. So, erstmal Treibstoff auffüllen. Erstmal hier auffüllen. 8000, bald kommen wir an die 10.000 ran. Ich kann mir wahrscheinlich immer noch nichts leisten. Guck mal, hier wieder ein Schiff, irgendwie so ein komisches Ding. Aha, das ist dann eher so das Kampfding, ne? Und hier ist dann wieder ein Frachter. Der kann wieder gut was wegschaffen. Ist das hier so ein kleines Ein-Mann? Motorrad oder was? Das Space-Motorrad. So, oder hier so ein Monsterfrachter, ne? Also. Boah, ne. Ne.
Nö, den einen anderen da auf dem anderen Planeten fand ich irgendwie geiler. Aber die kann ich mir eh nicht leisten. Mittelgroßer Frachter für 6 Millionen. Wie lange muss man da bitte spielen, bis man da seine 6 Millionen zusammenbekommt? Laura Guerra, Chefingenieur. Alles auf dem neuesten Stand. Oh, gar kein Teddybär mehr. Aber man kann ablesen, wie viel er gedacht hat schon. Abfälle. Ich könnte Abfälle kaufen. Kann ich Abfälle kaufen? Ich könnte wahrscheinlich Abfälle abgeben, ne? Oder? Verkaufen? Kaufen? Zurücksetzen? Was? Wobei, nee, die also kann ich wahrscheinlich nur kaufen, wenn ich hier nicht voll habe, ne? Also machen wir noch eine Postmission. Verboten militärische Antriebe, die hatten wir ja schon. Super fix Instandhaltung, was? Für einen halbjährlichen Check lassen Sie uns unseren Haupt. Aha, super fixen. Der Antrieb wurde noch nicht überprüft, da er am 1. Januar 3200 eingebaut wurde. Wieso willst du meinen Antrieb komplett überholen? Für 33 Euro, ja, fix mich. Und jetzt ist mein Antrieb auch überholt oder was? Okay. Okay. Lieferung eines Paketes zum, wie heißt es? System. nö. Gibt's bestimmt noch andere, oder? Braucht ein Schiff. Der will auch fliegen, der will auch fliegen. Frachtabholung. Abholung von Fracht und die muss dann irgendwo hingebracht werden, ne? Aber Fracht kann ich nicht, ne? Weil. Ne, 9 Tonnen und das wird nix. Nö, tut mir leid. Anstellung gesucht, das könnte ich auch machen, aber da kann ich halt nur machen, wenn ich ein Schiff habe, wo ich auch Leute anstellen kann. Dringend, schnelles Schiff. Ne, 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 braucht auch ein Schiff. Johns Depot, kannst du mir irgendwas anchecken? Sklaven, ich könnte Sklaven kaufen. Ja, Sklaverei ist im Jahre 3200 dann wieder in Ordnung. Alles klar. Dürfen wir wahrscheinlich nicht erwischen lassen, wenn ich Sklaven an Bord hätte, ne? Ein anderes Mal, Meister Jordan. Kurzstreckenkurier, da gibt es doch wieder nur so 100 für, ne? Ja, guck mal, 26 nur, leck mich am Arsch. Kannst du selber hinbringen für 26. Zum ALA-System. 1006. Warum machst du so viel? Kleider und antike Bücher. Kleider und antike Bücher? gefährlich, nö, ne? Nö. Mach ich. Yep. Zack. Dann. Amanda, war nett mit dir. Wir sehen uns. Uhu. Und ab dafür. Ey. Bin ich gerade? Ja. Oh, hier ein bisschen rauszoomen, ne? So. Noch darf ich nicht zünden. Muss mal reichen mit Antrieb hier. Oh, der hätte hier gerade unten hier irgendwie überlastet, ne? So ein bisschen hochgeheizt. Rumpftemperatur. Ach so, das ist, wenn man eintritt und austritt in die Atmosphäre oder sowas, ne? Atmosphärischer Druck. Und Dings, ja. So, jetzt darf ich auch zünden. Nein, ich darf nicht zünden. Ich vergesse es jedes Mal, ne? Jetzt darf ich zünden. Auf nach Arla. 4, 3, 2, 1. Hey! So. Und dann in Arla, da müssen wir dann. Warum ist denn das so rot? Bin ich da nah am Stern dran, oder? Das ist nur davon so rot? Es leuchtet doch gar nicht rot.
Ja, schon episch irgendwie, ne? Sieht man hier irgendwas? Nö, ist alles trübe und dunkel. Gucken wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Zau. Zau, Zau, Zau. Zau, Zau. Nach Zau. Dürfen wir landen? Ich darf landen in Dock 1 sogar. Oh. Dann bitte Autopilot. Gib ihm! So. Jetzt schweben wir wieder einmal rüber. Da, 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 da. Wo ist denn der Stern? Da ist der Stern. Da ist der Stern. Man könnte auch zum Stern fliegen wahrscheinlich tatsächlich irgendwie. Oh, man kann hier quick, weil die alle so nah aneinander sind oder was? Ah, guck mal, man kann sogar ausrichten. Könnte auch zum Stern fliegen. Na gut, aber wir haben ja eine Mission. Wir müssen nach Zau. Und wir bringen uns von unserem Weg auch nicht ab. Und was machen wir? Wir docken an, ne? Genau. Keine Ahnung, kann man am Stern dann irgendwas machen? Wahrscheinlich mit irgendwelchen Schiffen später dann vielleicht irgendwas einsammeln oder so, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ja, man weiß es nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. So. Da eiert irgendwas, ne? Wieso eiert denn da was? Ist das eine Station, die da eiert? Und sonst so? Ach, wir müssen jetzt einfach kurz einmal abwarten, bis wir dann da sind, wo wir hinwollen. Um dann abzugeben, was wir haben. Oh, kommen wir an Ala B vorbei oder was ist hier los? Ich glaube, wir kommen hier gleich an einem Dings vorbei, ne? Order, order, order. Da, da. Interstellarer Weltraumflug für alle. Ich würde sagen, das führen wir ein. Na, jeder bekommt sein eigenes Schiff. Wir dürfen überall landen und starten, wenn wir einen Dollar bezahlen. Das klingt nach einem guten Plan. Wenn wir das dann haben, dann können wir alle mit unseren Raumschiffen munter durch die Gegend fliegen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das werden wir nicht mehr erleben. Oh, hier, das System ist ordentlich gefüllt, ne? Man kann hier auch nach hinten gucken, links, rechts und so. Das ist die Heckansicht jetzt hier. Ja. Obwohl, so wirklich was machen tut das Interface hier dann doch nicht, ne? Ich dachte jetzt irgendwie, dass wir wirklich hier mit echten Daten, das sah alles so vorbereitet aus, dass man es wirklich nutzen könnte, aber es scheint alles irgendwie eher so ein bisschen statisch zu sein. Schade. Habe ich erst anders vermutet. Aber gut, es ist ja noch experimentell, das heißt, also da wird sich wohl noch ein bisschen was tun. Nur diesen Kringel, den verstehe ich nach wie vor nicht. Der war auch beim ersten Test nicht da. Keine Ahnung. Lauschen wir der Musik, würde ich sagen. Das erkennt YouTube doch garantiert als irgendwas Copyright-geschütztes. Ich sehe da schon kommen.
Sollte also hier irgendwo links, rechts, vorne, hinten, oben, unten, mittendrin, keine Ahnung, Werbung sein. Die kommt nicht von mir. Also das eine oder andere Lied wird YouTube wahrscheinlich erkennen können, weil es ja doch eindeutig an bestehende Lieder angelehnt ist. Aber gut, so ist es dann wohl. Ich sagte ja vorhin schon, das ist ein Spiel, wo man viel Zeit mitbringen muss, viel Geduld haben muss und viel warten muss. Und nun stellen wir uns mal vor, das wäre Echtzeit. Wir brauchen also tatsächlich diese Entfernung hier. Ich weiß leider nicht genau, wie man es jetzt umrechnet in wie lange brauche ich, aber lange. Geben wir ihm wieder Vollgas hier. Rumpfstärke 100%, okay. Und da eiert es immer noch. Mal gucken wir gleich mal, was das ist. Wenn wir dann irgendwann da sind. Also wer jetzt noch zuguckt, hat eh einen Knall. Also so spannend ist es ja nur auch nicht. Mir ging es auch eigentlich wirklich nur darum, das alles mal irgendwie so ein bisschen zu testen. Mein Test kommt auch wieder. Keine Sorge. Kommt dann, wenn ich Bock drauf habe. Habe ich ja gesagt, irgendwie in meinem ersten neueren Let's Play, dass ich mich da nicht mehr so regelmäßig festlege. Es kommt halt einfach dann, wenn es kommt. Aktuell kommt es halt nicht. Ich hatte jetzt irgendwie noch einen Livestream gemacht und aktuell nö. Jetzt machen wir erstmal was anderes. Wir fliegen jetzt erstmal zu dem Planeten, nach Zao. Und gucken dann mal, dass wir unseren Kram abgeben. Andere Spiele, die schauen wir dann mal. Da haben wir dann immer noch Zeit für. Lass mal gucken, da gibt da noch mehr Spiele. Ne? Also kann ich noch meinen Test spielen. Können eigentlich alles spielen, was unter Linux nativ verfügbar ist und ja, was eben die Möglichkeit bietet, dass man es direkt installieren kann oder irgendwie direkt als App-Image oder sowas ausführen kann. Und was natürlich keine 32-Bit-Abhängigkeiten hat und nicht irgendwie halb KDE oder GNOME nachinstalliert. Also solche Sachen können wir auf jeden Fall spielen. Wer da Vorschläge hat, wenn es überhaupt noch jemand sieht jetzt gerade, wer da Vorschläge hat, gerne immer her damit. Ich nehme alles an. Und dann ist es wunderbar. Also kriegen wir eigentlich alles hin. Na, das klappt hier auch ganz gut. Aufnahme klappt auch wunderbar. Alles auf höchsten Details. CPU 15%, 60 Frames, 1080p. Ah, also, ich glaube, noch besser geht das gar nicht. Geht natürlich immer besser, aber in dem Fall ist in Ordnung. Ich habe das Spiel auch eingestellt, dass es maximal und mindestens 60 FPS machen soll, dass es 60 FPS limitiert ist, also dass er da wirklich gut läuft. Oder war das bei einem anderen Spiel? Na egal, auf jeden Fall. Das läuft hier einwandfrei. Aufnahme läuft einwandfrei. Und alles andere läuft auch einwandfrei. So, wir sind gleich da. Was ist denn hier Ala B? Ne, Ala B und Ala A wahrscheinlich, ne? Oh, wir drehen uns hier wild hin und her. Jetzt geht's in die Landephase über. So, gehen wir wieder zum Ernst des Lebens. Was machst du denn hier? Ach, du bremst jetzt ab und richtest dich neu aus, ne? Gleich haben wir keinen Treibstoff mehr. Oh Gott. Oha. Ich will doch nur nach Zau.
Oh, wie kommen wir denn hier rein? Kommen wir hier irgendwie schräg rein? Da ziehen die Wolken da vorbei. Ah, siehst du, wir haben uns einfach nur ausgerichtet. Wir kamen hier irgendwie von hier, von der Seite angeflogen. Dahinter ist irgendwo der Planet, der Stern im Horizont. Was war so ein Zwei-Sternsystem, ne? Ja, Ala B und. Irgendwo müsste es. Ala. A plus B. Das ist mir zu kompliziert. Das hat bestimmt alles irgendwie wissenschaftlich total den Sinn. Ich verstehe das nur nicht. So, Autopilot. Was machst du denn hier? Wo willst du denn hin? Ich habe bald wahrscheinlich keinen Treibstoff mehr, ne? Vorne, achte, das. Beschleunigung. Abschalten. Ich bin immerhin harmlos und ich bin erfahren. So ganz erfahren noch nicht, aber okay. Ja, guck mal hier bei der Treibstoff, der hat echt so gerade gereicht, wa? Oh, das wird eng. Jetzt macht er wieder irgendwie Schub und eine Raumstation. Es sieht schon sehr geil aus, ganz ehrlich. Oder? Ach, Jung? Du machst irgendwas? Dockst du an? Autopilot dockt an, okay. Autopilot dockt gerade irgendwie gar nicht an. Leute, ganz ehrlich, sieht das nicht geil aus? Na, hier der Planet. Der Stern Ala B, das ist die Raumstation. Und die ist wahrscheinlich erloschen, hier, die Andockerlaubnis. Jetzt aber, ne? Ja, jetzt geht's los hier. Einmal wild drumrum fliegen um die Raumstation. Hey, und andocken. Fliegen wir da rückwärts rein oder was machen wir? Hoppa. Gelandet. So. Unakzeptabel. Sie haben ewig für die Lieferung gebraucht. Ich werde sie nicht bezahlen. Leck mich am Arsch, du Penner. Gut, ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, wie lange ich Zeit habe. Toll. Louise Palier. Ich muss einmal bitte bei dir tanken. Darf ich mal bei dir tanken? So. Um irgendeinen Kontinuum Umlaufzeit von 0,12 Tagen. Ah, okay. Dokumente für 1.4. Ein erfahrener Pilot. Ja, ich bin ja ein erfahrener Pilot. Pilot jetzt. Bis wann muss denn geliefert werden? 10 Tage, 11 Tage. 11 Tage? Gefährlich, ne? Es könnte gefährlich sein. Nein. 1.8. Dokumente 1.8. Ist gefährlich. Es könnte gefährlich sein. Wollen wir es mal riskieren? Bis wann soll es denn haben? Ich glaube, das kriege ich hin. Gefährlich ist es, ne? Machen wir. Ja, ja. So, aber bevor wir das machen. Na, hier unten. Speichern wir das Ganze mal ab. Gelandet, sicher. Speichern. Bin ich gut ausgerüstet? Ich glaube ja. Ich könnte natürlich mal gucken. Aber ich habe nur meine Piu-Piu.
Also das Richtige machen kann ich nicht, ne? Ich habe ja hier nur irgendwie... Steht das hier irgendwo? Ausrüstung, Autopilot, Atmosphären, Hitzeschild. Ich bin nicht so richtig gut ausgerüstet, aber wir riskieren das einfach mal. Joa. Ich würde sagen, wir riskieren das einfach mal. Entweder geht's gut oder wir laden einfach neu. Luis, es war sehr angenehm. Auf Wiedersehen. Ah, hat ein bisschen gedauert. Genau, dann drehen wir uns einmal. Gib ihm! So, da es jetzt gefährlich werden kann. So, setzen wir uns ordentlich hin. Ansicht, umschalten. Es ist einfach immer wieder geil. Wir dürfen zünden. Wird ausgeführt. Ja, kann ich hier alle steuern? Da, 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 da. Da, na, 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 na. Kann da hier mal einen Schuss in die... Illegales... Oh, 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 oh. Ich bin weg. Und tschüss. Ups. Gut, illegales Waffenfeuer wird hier nicht toleriert. Das ist auch richtig so. Gewalt ist keine Lösung, aber ein gutes Mittel manchmal. So. Ich arbeite für den, das ist richtig. Und jetzt willst du, dass ich dich abschieße. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier ist ein Radar, ne? Hier, da. Ist das hier? Ist das ein Schiff, oder? Nee. Es war auf jeden Fall keine gute Idee. Das ist ein Schiff, ne? Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff? Das ist ein Schiff, ne? Stirb, du Sau! Stirb, du Sau! Ja, der hat ja super funktioniert, ne? Komm hier! Ich mach dich kaputt, Junge! Uhu! Wie muss man denn hier vor? Hält man hier vor oder wo macht man das? Muss man hier irgendwie vor? Also, man hält hier wahrscheinlich vor und dann gibt man eben. Ich verstehe es leider nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also du triffst auf jeden Fall und ich treffe nicht, oder was? Ja, aber man muss hier wahrscheinlich vorhalten. Ich verstehe es leider nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier schießen muss. Alter, du... Wer zerstört hier eigentlich wen? Wieso kann ich nicht mehr schießen? Habe ich keine...
Wuhu! Ich kann nicht mehr schießen, ich bin Game Over. Ja. Hätte ja klappen können. Machen wir denn da? Ja. Rest in Peace. Spiel an. Zack. Spiel an. Vielleicht sollten wir noch irgendwas kaufen, was wir brauchen zum Verteidigen, oder? Gut, ich habe leider nicht die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen. Wie ist denn das mit den Waffen überhaupt hier? Ja? Nee. Nee. Crew-Anweisung? Nee, ich habe ja keine Crew, ich bin alleine. Ich arbeite mit Maxim Hawkins zusammen. Und für 1,8 würde ich da gerne diese Lieferung abgeben. Ich könnte natürlich diese Schiffe auch versuchen, einfach zu ignorieren. Wäre auch eine Praxis, ne? Haben wir denn aber so wirklich Möglichkeit, irgendwie das Schiff da zu dingsen? Ich kann auch keine Infos über dieses Schiff mehr. So, Leergewicht 20 Tonnen, ausgesetzt, Laderaum, Laderaum, Treibstoff, Treibstoff, vorne, hinten, ach, Kabinen, Schöpferslots. Aha. Pulsleser. Treibstoff. 100%. Achso, für den Laser habe ich Treibstoff. Und wenn der leer ist, dann ist natürlich... Oder wie? Nee. Vorne 1 Megawatt Pulsleser. Okay. Ach, dann keine. Probieren wir es nochmal. Also irgendwie muss man da aber vorhalten, sonst wäre halt blöd, weil wenn man nicht vorhält, die Schüsse, die gehen ja rum. Na, gucken wir mal. Sudele. Ach, natürlich nicht. So. Umschalten. Nee! Vielleicht kriege ich ja diesmal auch keine Warnung, dass da irgendwas passiert. Dass ich mit irgendjemandem zusammenarbeite. Oh, mal Schiff erfasst. Wir setzen mal ganz geschwind. Moment. Wir setzen mal ganz geschwind den Kurs auf. Verbleibende Tage 7. Jintown. Tsai Wai. Jintown. Unlock-Erlaubnis. Fliegen Sie zu Dock 7. Autopilot Docker an Raumstation an. Gib ihm! Oh, keine illegalen Güter gefunden. Ach, du warst das. Ja, das ist in Ordnung. So. Also diesmal gehe ich anscheinend... ganz ohne... Ah, das ist leicht verdientes Geld, wenn man respawnen kann. Aber ich arbeite anscheinend mit einem zusammen, der von einigen Leuten nicht so gerne gemocht wird, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollte ich mich mehr auf Geschäftskunden verlassen. Aber wir müssen hier erstmal ein bisschen Patter bekommen, bevor das losgehen kann. Eine riskante Mission. Also ich bin gleich schon da. Leicht verdientes Geld. Leicht verdientes Geld. So. Ist wirklich leicht verdientes Geld diesmal, ne? Also scheint es ein bisschen zufällig zu sein, wenn da irgendwas passiert oder ob da und wieder irgendwas passiert.
Oh, da ist aber windig auf dem Planeten. Was ist denn da? Was ist das denn? Ach so, der hat einen Ring, der Planet. Ah, okay. Und es ist gerade tiefste Nacht. Atmosphärischer Druck passt. Ist so ein bisschen so Fliegen nach Geräten jetzt, ne? Oh, der Ton ist aber schon echt kräftig laut. Jetzt hier gerade wieder Tag. Sieht schon sehr schön aus. Ja, es wird gerade wieder Tag. So, wie rum bin ich denn? So bin ich falsch rum, so bin ich richtig rum. So. Ah, die Sonne geht auf. Ja, sieht so aus. Ciao, ey. Ciao, 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 ey. Nach Jintown. Ob es da wohl Gin gibt? Dumm. So. Ich bin jetzt einmal so, dass man die Ringe nicht mehr sehen kann. Schade. Da-da-da-dam. Da geht die Sonne schon wieder unter. So, alles safe, ja. Na, das Schiff erfasst. Oh, aber erst lande ich. Erst lande ich. Ein paar Meter noch. Junge, landen. Nix da, Schiff. Pam. Er weiß meine pünktliche und diskrete Lieferung zu schätzen und er entlohnt mich vollständig. Jawohl, geht doch. So, speichern. Speichern. Gelandet. Sicher. Ich soll vielleicht immer vorher speichern, falls meine Mission kommt, die nicht funktioniert, weil ich zu schlecht ausgerüstet bin oder so. So, speichern? Ja. So, er weiß zu schätzen, dass ich ein guter Mensch bin. Das ist schön. Dann gucken wir mal. Hallo Lance, Lance Joyce, Stationsmanager. Mach mal hier Treibstoff voll und mach mal hier wieder voll. Und dann haben wir 9000. Für 9000 kriegen wir aber immer noch nichts, ne? Wir können hier ein paar Edelmetalle abchecken. Aber wir haben nichts, wo wir sie lagern können. Ich könnte natürlich jetzt ein bisschen Treibstoff abpumpen und hoffen, dass ich dann bis zu dem ein bisschen natürlich wissen, wo was gut verkauft wird. Müssen wir mal schauen. Eine Überfahrt, ja, tut mir leid, kann ich nicht. Dokumente für einen erfahrenen Paloten. Paloten, wird das gefährlich? Antonia Grant. Sie würde 1000. 22 Lichtjahre. Warum so viel? Extrem heikle Dokumente. Freundchen? Freundchen? Mädel? Ich weiß ja nicht, ob das in Ordnung ist. Dass das Leck bis zu mir zurückverfolgt worden ist. Wird es gefährlich sein? Es könnte gefährlich sein. Machen wir oder machen wir nicht? Ich meine, ich werde wahrscheinlich eh wieder sterben und komm, was soll's? So, zack. Zack. Tschüssi. Und Bibi. Oh. Sorry. Wow. Mal gut, dass ich hier gespeichert habe, wa? Ich wollte ja gar nicht schießen. Upsi. Spielladen. Gelandet. Sicher. Spielladen. Nahes Schiff erfasst. Aber ich habe ja nichts, was ich irgendwie hab. Also von daher habe ich nichts, was ich hab. Auffüllen. Auffüllen.
Schnelle Schiff, wo ist jetzt die Dokumente? Diese war das hier, ne? Genau. Mach ich. Zack, zack. Zack. Tschüssi. So, probieren wir es nochmal. Jetzt kann man starten hier. Na, wann darf ich? Jetzt darf ich. Warum flackert denn das so? Whatever. So. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gib ihm! So, 2 Stunden 8, dann sind wir aber auch durch, ne? So. Du gehst heute nicht nach Froy Base, dann wollen wir doch mal sehen, wo ich hingehe. Soll ich überhaupt nach Froy Base? Ja, ne? Genau, ich soll nach Froy Base. Das heißt, wir schauen mal, Froy Base. Froy Base. Andocken zu Dock 1. Vielleicht klappt's ja. Kommunikation anzeigen. Und wenn der mich nämlich angreift, dann wird er nämlich von der Station abgeschossen. Und dann bin ich sicher. So, docke eine Raumstation an. Gib ihm. Und padam! Wollen wir doch mal sehen, wer wohin geht hier. Oh. Wo ist das andere Schiff? Wo ist das andere Schiff? Wo ist das andere Schiff? So, 13er eh noch. Hat hier schon irgendwas angezeigt, schiffsmäßig? Nee. Das ist der Plan, der Stern und die Planeten. Da komme ich her. Was ist das hier? Das fort vom. Also fort vom aktuellen. Okay, da fliege ich dann wieder weg, oder was? Da ist ein Schiff rausgekommen. Aber wenn das genauso schnell fliegt wie ich, dann kriegt es mich nicht. Das wäre ja schon vorbei in seiner Wolke. Was ist hier? Butler's Folly? Ist eine Station oder was ist das? Das ist irgendwas. Guck mal hier, 2er eh noch, 3er eh noch, ja, 2,5 noch. Ich denke mal, wir werden sehen, wer hier zu welcher Station geht heute noch, ne? Mädel, ich bring dir deine Dokumente überall hin. Hoppsa, da ist er wieder wild am Zucken. Ja, guck mal hier, Digga, ich lande schon. Hoppsa, so. So, dann einmal bitte ausrichten. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon im Schutzbereich von dieser Station. Oh. Und wo ist jetzt das andere Schiff? La, 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 la. Ich gehe heute nicht nach Freibase. Bam! So. Das ist nochmal ein schöner Abschluss einer schönen Mission. Ich habe nichts gemacht. Bin trotzdem erfolgreich gelandet. Ja, also, das ist Pioneer. Hin und her fliegen im Weltraum. Mal gucken, ob es noch einen zweiten oder einen dritten Teil gibt, oder einen vierten oder einen fünften oder eine Serie. Ich weiß es nicht. Schaut es euch an. Spielt es mal selber. Oh, guck mal hier, das ist ein. Ah, oh. Ah, oh. Auch schön, wie sie die Schatten hier. Ich wollte gerade drauf zeigen. Auch schön, wie hier die Schatten und Lichter in den entsprechenden Farben leuchten. Schick.
Schick, schick, schick. Also, wie gesagt, schaut es euch an. Wenn man sich darauf einlässt, macht es eine Menge Spaß. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann natürlich nicht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht für jetzt 2 Stunden 12 Minuten. Wahrscheinlich ein bisschen gecuttet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö!